Hallo und herzlich willkommen zur Satans Musikagenda, Folge Nummer 84. Diesmal nicht mit Peter Gabriel, den haben wir nämlich jetzt mittlerweile in 24 Stunden behandelt und ich denke, das sollte erstmal reichen für den Herrn Gabriel. Wenn er uns noch weiter in die Quere kommt, werden wir natürlich gerne noch über ihn berichten, so es einigermaßen aktuell zeitnah möglich ist. Und diese Satans Musikagenda geht eben, wie der Name schon sagt, über Musik und schwenkt heute um. Zum ersten Mal nämlich auf einen Künstler, der nicht nur für Musik bekannt ist, sondern der sich letzten Endes auch mal in den Fernseher quasi verirrt hatte. Und deswegen brauche ich jetzt Unterstützung von dem Betreiber der Stunde der Wahrheit auf den Kanälen Joggler 66 und Joggler's Wars on Disinfo, ein bibeltreuer Christ nach der King James Bible 1611 und Schlachter 2000. Und wer kann das anders sein als der Jörg? Moin, moin. Ja, moin, moin. Wieso brauchst du denn für das Fernsehen da meine Unterstützung? So klang das gerade eben. Ich wusste nicht mal, dass der Künstler, über den wir heute sprechen, irgendwas mit Fernsehen zu tun hat. Das ist wieder eine Neuigkeit. Und eben weil du immer mit solchen Neuigkeiten und interessanten Themen kommst, wo wir auch gestern Abend über bestimmte Dinge gesprochen haben, wow, kann ich nur sagen, 84 Folgen weit und immer noch nicht weise geworden aus der ganzen Sache. Also da tun sich immer wieder neue Abgründe auf und ich bin gespannt, was du heute Abend vorzutragen hast für uns und höre dir deswegen sehr gerne zu mit dieser 84. Lesung. Michael, herzlichen Dank für die Einladung und leg mal los. Ja, und heute Abend geht es sich um einen Künstler, der mit Peter Gabriel zu tun hatte, nämlich in der Gruppe Genesis. Wer kann es denn anders sein als Phil Collins? So, und Phil Collins sollte eigentlich ein Begriff sein. Warum steht da jetzt Schauspieler, Sänger, Sammler, Autor? Ja, weil alles auf den Mann zutrifft. Der Mann ist also nicht nur Sänger, sondern Schauspieler. Denn er hat schon früher geschauspielert, als er singen konnte. Das ist auch eine Sache, die einem dann auffällt, wenn man mal sich ein bisschen näher mit ihm beschäftigt. Und deswegen sage ich ganz einfach, dass Phil Collins ein schon fast geborener Schauspieler ist und in meiner Meinung nach, was ich bis jetzt über ihn gelesen habe, nicht unbedingt so der hauptberufliche Sänger, sondern für mich ist er im wahrsten Sinne des Wortes ein Schauspieler. Und ein Schauspieler macht was? Ein Schauspieler schlüpft in verschiedene Rollen und erzählt uns irgendetwas vom Pferd. Und das ist genau das, was ich dem Phil Collins hiermit unterstelle. Der ist natürlich bekannt von seichten Balladen und solchen ganzen Sachen halt, wo man niemandem mit weh tut, aber im Endeffekt ist er im Laufe seiner Karriere ganz oft ganz, ganz böse aufgefallen und zwar mit dem Verstoß gegen das 9. Gebot. 9. Gebot? Ach so, war mein Mikrofon noch ausgeschaltet. Ja. Entschuldigung. Ich sitze die ganze Zeit. Also ich mache nochmal. Also, denn Phil Collins ist in seinem ganzen Leben schon des Öfteren aufgefallen mit dem Verstoß gegen das 9. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Ja. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Ja, und warum habe ich diesen Vers da jetzt reingemacht? Weil er Schauspieler ist. Und in der Bibel gibt es, zumindest in der deutschen Bibel gibt es, wenn ich richtig im Kopf habe, drei Textstellen, die sich auf Schauspiel beziehen. Und eins davon ist eben Lukas 23, 47. So, und dieser Lukas 23, 47, da steht im deutschen Schauspiel, es steht da aber jetzt nicht im Englischen so Schauspiel drin, sondern im Englischen habe ich da unten drunter beide Variationen quasi da reingeschrieben, aus dem das im Englischen ins Deutsche übersetzt worden ist, was wiederum jetzt hier aufs Griechische zurückgeht. Und zwar heißt das da interessanterweise aus dem Griechischen Theoria bzw. Theoreo. Und das fand ich sehr interessant. Das klingt ja schon fast wie eine Theorie. Und weil ich jetzt hier kein Beschwörungstheoretiker sein möchte, gehe ich der Sache auf den Grund und frage doch einfach mal meinen schlauen Computer, den irgendjemand programmiert hat. Und der sagt mir, dass Theoria lateinisch beispielsweise heißt, Substantiv weiblich, ja, Wortbedeutung ursprünglich, die Betrachtung Gottes, das Anschauen, das Zuschauen. Und schon sind wir beim Schauspiel. Das heißt, die ursprüngliche Betrachtung,
der Theorie hat eben mit Theo zu tun. Und Theo fährt jetzt nicht nach Lodz, sondern Theo ist dann eine Bedeutung, dass es eben die Betrachtung Gottes ist. Also es hat etwas Religiöses an sich. Und der Begriffsursprung ist dann eben auch von dem altgriechischen Substantiv, was ich nicht aussprechen kann, mit gleicher Bedeutung. Ja, das wird wahrscheinlich dieses Theoria sein, aber das kann ich nicht entziffern. Und das war mir natürlich jetzt ins Auge gesprungen und deswegen habe ich gesagt, okay, also wenn tatsächlich jetzt im Englischen da jetzt irgendwie nicht Actor oder irgendwie sonst irgendetwas steht, sondern wenn es jetzt von der Theorie kommt und das hat mit einer Gottesschau zu tun sozusagen, dann ist es ja so, dass diese Schauspieler uns alle irgendetwas vorspielen. Denn wenn die nicht eben dann sie selber sind und eben nicht so sind, wie sie im Angesicht Gottes geschaffen worden sind, spielen sie uns ja eine Lüge vor. Und deswegen kam ich ja direkt zum neunten Gebot. Und dieses Gebot trifft jetzt nicht nur auf Phil Collins zu, sondern aber es trifft natürlich auf alle möglichen Schauspieler zu. Das heißt, in dem Moment, wenn sich jemand verstellt, in dem Moment, wo irgendjemand jetzt hier hingeht und jetzt eine Art und Weise jetzt da sich zur Schau stellt und irgendetwas anderes vorgibt als das, was er eigentlich ist, also nicht der Phil Collins und der Phil Collins uns nachher sagt, nee, ich spiele jetzt hier mal einen Geschäftsmann oder ich spiele jetzt hier mal einen, was weiß ich, ja, einen Pferdejockey, der ich gar nicht wäre oder so, dann ist er letzten Endes ein Schauspieler, der gegen das neunte Gebot verstößt. Und das wird natürlich in dieser Welt nicht geahndet, klar, das ist ja in dieser Welt alles umgedreht, ja, aber das ist ja eben genau dann der Fakt. Ja, und da ist mir natürlich dann aufgefallen, gut, also wenn das jetzt dann so ist, dass diese ganzen Sänger eigentlich auch Schauspieler sind, weil ja viele Sänger sich beispielsweise heutzutage wieder Peter Gabriel und Kate Bush und alles da jetzt in Videoclips dann da produzieren und sich da zur Schau stellen, dann ist es doch so, dass die alle eine gewisse Rolle spielen, ne, als Sprachrohr Satans eigentlich. Die Sendung heißt immer noch Satans Musikagenda, keine Sorge, die heißt jetzt nicht Satans Fernsehshow, sondern die heißt immer noch Satans Musikagenda. So, und das ist eben so, dass dieses ganze Schauspiel das zum Zwecke hat, dass diese Menschen dann halt auch da in irgendeiner Art und Weise jetzt da reingezogen werden, dieses Schauspiel, und dem Schauspieler seine Rolle abnehmen. Das heißt, dass sie quasi sich dann in irgendeine andere Zeit oder in irgendein sogenanntes Schauspiel, in irgendeine Geschichte reinversetzen. Das heißt, der Mensch ist dann so überzeugend in seiner Rolle, dass er dann andere Menschen davon mitreißt und dass die halt letzten Endes dann zu Zeugen dieses Schauspiels werden. Und das hat man halt im Altertum des Öfteren gemacht, nicht jetzt nur mit irgendeiner verquasten Darstellung irgendeines altgriechischen Stoffes oder so, sondern man hat es dann auch gemacht halt in großen, großen Arenen, die wir natürlich heutzutage beispielsweise auch gleichsetzen könnten mit Rockkonzerten. Das ist ja von der Aufmachung und von der Art der ganzen Darbietung ja ähnlich. Das heißt, das ist ja dann so, dass es halt zur Belustigung der Massen dann halt führt und dass es dann so sein muss, dass man sich einen Inhalt wählt, der natürlich den meisten Menschen irgendwie zu Pass kommt. Das ist zu Deutsch. Würdest du jetzt hingehen und würdest du jetzt hier urchristliche Gesänge anstimmen, dann würden die Leute schreiend weglaufen, aus dem ganz einfachen Grunde, weil es kaum Urchristen gibt. Und aus dem Grunde, weil halt die meisten Menschen halt, ja, eben nicht die Wahrheit hören möchten, sondern die meisten Menschen halt einfach dann lieber die süße Lüge glauben, weil das macht halt einfach dann nicht so viel Anstrengung, als der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum eben in der Bibel drinsteht, dass halt die Kaufleute der Welt von ihrer Üppigkeit, ne, von der Üppigkeit der Hure dann trunken geworden sind. Und das ist genau die Geschichte dabei. Die schlauen Kaufleute wissen doch genau, wie die Massen ticken. Und eben nämlich dann hingehen und ihren Content, ihren Songtext und so weiter, alles auf den Massengeschmack abstimmen. Es geht ja bei denen nur ums Geld verdienen, da geht es ja überhaupt nicht um die Wahrheit. Und das ist eine Geschichte, die ist bei Phil Collins dermaßen ins Auge stechen, dass der also wirklich immer so das macht, oder meistens zumindest, was also wirklich erfolgsversprechend ist, speziell in seiner Solokarriere. Und dann gehen wir nämlich drauf ein. Keine Sorge, werden nicht 24 Sendungen, werden vielleicht 3 oder 4, denn wir haben eine ganze Menge in Richtung Genesis schon abgefrühstückt bei ihm, in dem Moment, wo wir halt über Peter Gabriel seine Zeit bis 1975 bei Genesis da oder Genesis da gesprochen haben. Und Genesis sollte ja eigentlich auch eine christliche Band sein, was es nicht ist. So, ihr seht da rechts ein ganz, ganz tolles Bild eingeblendet von dem Jörg. Das ist mir da so ein richtiges Bild zum, richtiger toller Eyecatcher oder so ein richtiger, ne, Aufhänger hier. Und da seht ihr halt einfach, der Unterschied ist jetzt nicht großartig. Es ist halt so, dass es damals halt vielleicht nicht so ganz schick war und weniger Technik, aber im Endeffekt ist es so, dass man möglichst viele Leute auf eine
auf ein Areal zusammenfercht und dann in der Mitte halt irgendjemand steht, der halt dann von den Leuten da gefeiert wird oder, wenn man so will, angebetet wird. Ne? So in der Theorie, also in der Anschauung. Ja, und wir können uns jetzt ewig über den Wortstamm unterhalten und da können wir auch gerne richtig tolle Debatten drüber führen. Nur der Punkt ist ein ganz anderer. Der Punkt ist, dieser Mensch beschäftigt sich selber mit Schauspielerei und dieser Mensch hat selber auch schon Schau gespielt. Und diese Schau, die die Menschen dann spielen, das ist eben nämlich das, genau das, was jetzt hier im Herrscher des Bösen steht. Ja, wo halt Tertullian, die Diener Gottes schon anwies, jede Form von Bildern zu meiden, selbst die weltliche Kunst. Und da sind wir natürlich dann direkt bei Schauspielkünstlern und bei Sangeskünstlern und sonstigen Artisten, also ne, alles, was die da veranstalten. Wie Bevan betonte, stellten Christen des ersten und zweiten Jahrhunderts tatsächlich Bilder und Bildnis herstellende Künstler in eine Ecke mit Huren, Betrunkenen, Bordellwärtern und ja, Schauspielern. Denn Schauspieler ist immer ein Lügner. Ein Schauspieler gibt immer etwas anderes vor. Und wer war der erste Schauspieler, den wir aus der Bibel kennen? Das war doch der, der in Form der Schlange dann Schau gespielt hat und letzten Endes gesagt hat, na, ihr werdet gewiss nicht sterben. Ja, das war die Rolle in der Verkleidung der Schlange. Ja, die Schlange war ja listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott erschaffen hatte. Und deswegen hat natürlich dann Satan in Form der Schlange zu einer List gegriffen. Ich habe das S jetzt absichtlich so lange gezogen. Ja, und wir sehen, die Sachen ändern sich nicht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und auch nicht unter dem Mond. Und Sachen werden halt eben den Menschen dargeboten für die Masse der Menschen, die eben nicht im Geiste Gottes ist, was immer schon so gewesen ist und was sich irgendwie auch so nicht ändert auf dieser Welt, was eigentlich immer irgendwie schlimmer wird, habe ich so mittlerweile so den Eindruck, weil die Moral total verkommt auch. Und jetzt will ich nicht weiter da jetzt abschweifen, sondern zum Thema kommen. Was wir da sehen, letzten Endes ist ein Löwe in einer Arena. Der Löwe steht wofür? Na, König der Tiere, ein Raubtier, ein Herrschaftssymbol, nicht nur aus Rom, sondern natürlich auch der Löwe von Babylon. Da gibt es sogar Romane, die davon berichten. Bin jetzt im Augenblick nicht sicher, ob es jetzt Karl May sogar, glaube ich, gewesen ist oder so. Also auf jeden Fall, Löwe, Babylon ist letzten Endes dann die Geschichte dazu. Und da sehen wir, okay, guck an, da ist nicht viel Unterschied. Sehen wir auch gleich, wenn wir weitergehen im Skript, aber ist halt schon mal ein gutes Bild, um den Einstieg zu haben, was mit den wenigen Menschen passiert, die dann wirklich sagen, nee, nee, also hier, ich stehe für Jesus Christus ein und die Masse der Menschen, die sitzt da außen vor und isst dann ihren Kram und belustigt sich dann an der Opferung, an der Folterung, an dem Leid anderer Menschen. Das ist heute nicht anders. Ja, die schlechten Nachrichten und Mord und Tod und was weiß ich verkauft sich irgendwie immer ganz gut. Speziell auch in den Songtexten. Ja, und das ist hier der sogenannte, wenn wir so wollen, der sogenannte Circus Maximus. Also Maximus, klar, ne, kennt man so. Nicht Maxima, das ist eine Thronanwärterin oder mittlerweile Königin, bin ich ja gar nicht so sicher, die da, glaube ich, irgendwo in Holland da so rum, ja, da so angebetet wird oder fast angebetet wird, sondern Maximus. Also Maximus ist ganz oben, ne? So Freiherr Werner, ne? Der hatte, glaube ich, auch einen Maximilian da drin. Also Max ist dann immer schon da, kann sich jetzt der Herr G-Punkt, also nicht der G-Punkt, sondern der Herr Geisbauer dann angesprochen fühlen. Und das hat auch nichts mit seiner Vergangenheit zu tun. Das kann der Mann ja gar nichts für. Aber Maximilian ist dann schon ein Name, der natürlich dafür steht. Ah, guck mal hier, ne, besser geht nicht. Ne? Wer hätte nicht gerne den Namen Maximilian? Außer wenn man vielleicht jetzt irgendwie so Fan von, ja, ne, von jemandem ist, der Max und Moritz geschrieben hat. Ne? Ja, vielleicht dann nicht. Aber gut. So, lange Rede, aber jetzt wirklich komme ich zum Thema. So, da Darf sehen wir jetzt einen Zirkus. ich Ja. mal kurz was sagen? Ja. Ja, das Bild habe ich natürlich mit Absicht hier eingeblendet mit dem Löwen und den Christen, die da den wilden Tieren, in diesem Fall dem Löwen, dem Fraß vorgeworfen werden, weil das war eine Volksbelustigung im alten Rom und das war natürlich auch gleichzeitig eine Verhohnepiepelung der Bibel. Wir kennen ja die Geschichte von Daniel, der in Daniel. der Löwenhöhle eine Nacht durchgebracht hat und die Tiere haben ihn nicht angetastet. Und eben um Gott zu spotten, haben sie damals im Circus Maximus die Christusgläubigen, ersten Christen,
den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und die anderen, dass das auch jeder gut sehen konnte, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann auf diesem Bild, sind hier diese Pfeile, ja. Da sind andere Christen drauf gekreuzigt, mit Teer eingestrichen und die werden dann angezündet, um Licht zu bringen, dass man das in der Arena auch sieht. Ja, die brennen. Ja. Und was auch interessiert, Sie haben das ein bisschen sehen, dass sie so gekreuzigt sind hier. Und die wurden halt auch angezündet als Fackeln gebraucht. Man hat die auch als lebendige Fackeln in der römischen Innenstadt gebraucht. Und was noch viel wichtiger ist, der Circus Maximus, das steht ja hier in deinem Skript, den gab es bis zum 6. Jahrhundert. Ja, da wurde er für Wagenrennen benutzt. Auf den Ruinen dieses Circus Maximus dürft ihr dreimal raten, was da heute steht. Mhm. Aber da kommt der Michael wahrscheinlich nachher selbst. Das steht nicht im Skript drin, aber das ist, dass du mir das nochmal sagst, da gibt's. Ja, ich hab nicht mehr so viel Zeit im Augenblick. Ich habe so viel. Ich traute mich nicht, das zu sagen, weil ich wollte dir nicht wieder den Wind aus den Segeln nehmen. Nee, alles gut. Dann erklär es mal. Also der Circus Maximus hat natürlich heute damit zu tun, dass dieser Circus Maximus jetzt eigentlich einem großen Prunkbrau weichen musste, der heutzutage von einem ganz, ganz, ganz wichtigen Mann, der unfehlbar ist, besetzt ist. Drücken wir es mal so aus. Und worauf ich jetzt erstmal hier hinaus will, ist mit diesem Schauspiel, dass man sieht, guck mal hier, sowohl die Form als auch die Größe, als auch die ganzen Geschichten. Früher hat man ja auch schon Sport gemacht, ne? So Olympiamäßig, solche ganzen Sachen. So, und da seht ihr oben auf der ersten Seite des Skriptes, seht ihr da drauf, auch außer den, ich meine, die Christenverfolgung, klar, ne? Käme ich jetzt so noch später drauf, aber erstmal jetzt hier, ich fand das ja so lustig hier, 250.000 Plätze. Ja, das ist mehr als die Stadien heutzutage haben. Und Stadien kommt ja auch nicht aus dem Deutschen oder Englischen. Das kommt ja dann auch eben wieder aus dieser Sprachkultur. Und das ist eben die Sache dazu. Da steht hier drauf, wurde bis ins 6. Jahrhundert für Wagenrennen genutzt und auch Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen fanden statt. Ja, und das, nur die Christen werden hier kaum erwähnt, wenn ich mir den Circus Maximus angucke. Ne? Das wird dann alles direkt schon wieder schön unter den Teppich gekehrt. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, wenn ihr mir so kommt, komme ich euch mal anders und dann sage ich, okay, es hat sich bis heute nicht geändert mit den Wagenrennen. Ja, Vorhang auf. So sehen die heute aus. Ja, das ist zwar jetzt hier ein Stadtkurs, wie man sieht, das dürfte Monaco sein. Ich habe extra Monaco genommen, weil ich wollte mal ein bisschen Grün dabei haben, damit man sieht, was also passiert, wenn ganz hochdrehende, ganz teure Motoren Unmengen von CO2 ausstoßen. Das ist ja, die frühere Loewskurve in Monaco, ja. Ja. Ja, ne, da siehst du also ganz, ganz, ganz genau, dass da also in der Kurve da hinten kein Grashalm mehr wächst. Ja, also siehst du da nicht, ne? Und ja, alles grün, was da steht. Die Bäume sind wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so alt. Die sind vermutlich fürs Foto geshoppt oder so. Ich war ja persönlich nicht da. Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich will ja kein falsches Zeugnis abgeben. Die stehen tatsächlich da. Die Bäume stehen da. Bei der Menge an Autos, die da vorbeifahren. Ja. Wie kann das denn? Die Bäume stehen da. Oh, die Bäume, die gedeihen wunderbar mit CO2. Ja, konnte ich mir nicht verkneifen. Ja. So, also. Da wurden eben Spiele im griechischen Stil veranstaltet und Circus Maximus und so weiter. Da wo natürlich heute der. Na, wie heißt der Platz, Jörg? Wie heißt der nochmal? Was hier im Text steht, oder was? Wo der Circus Maximus damals stand. Ach so, St. Petersplatz heißt das heute. Ja, genau, Sankt. Genau, der Sanktplatz. Der heilige Petrus. Genau, ja. Der nie rum war. Genau der. Ja. So, und in dem Circus Maximus, also in dem alten Circus Maximus, wo jetzt der Petersturm steht, also der Petersplatz ist, da ist eben auch ein Tempel des Sonnengottes gewesen, was ja sehr interessant ist. Das würde beispielsweise auch dieses komische Gebäude da erklären, also diese komische Pfeiler, der da steht, aber vielleicht ist das auch nur eine Sonnenuhr, ne? Also, ach so, sind wir schon wieder bei der Sonne. Ja, das ist doof, ne? Also, und nach Tertullian befand sich ein unterirdischer Altar für Konsus unter den ersten sogenannten mokinischen Wendemarke und da ist unten drunter ein Mitreum eingebaut. Und Mitreum hat damit zu tun, dass es ein Tempel des Mithras-Kultes ist. Und das ist natürlich jetzt schon interessant, dass es genau dann da steht, wo der Petersdom ist, ne? Also da schon sehr interessant, finde ich das. Also deswegen habe ich das mal kurz hier eingeblendet, auch mit Christenverfolgung und so weiter. Also Schauspiel für die Massen ist immer etwas Negatives, weil die Massen natürlich
immer so einen Geschmack haben, der letzten Endes sehr rudimentär ist, wo es eigentlich nur um Sensationen geht. Und wenn ich jetzt ein Schauspieler bin und sehr erfolgreich bin, auch mit meiner Musik bin und keiner weiß, dass ich Schauspieler bin, dann bin ich sehr erfolgreich damit, weil die Leute nämlich glauben, ah, was der singt, das ist Kunst, aber was der singt, ist nicht Kunst, was der singt, ist Propaganda. Und das werden wir jetzt in diesen Lesungen beweisen, dass der Mensch eine ganze Menge Propaganda drauf hat. Also kommen wir mal zum wirklichen Schauspieler hier und so sieht der Mann aus. Das ist immer der Phil Collins, ich sage immer der Mann mit ohne Haare, weil der ist eigentlich dafür bekannt, dass er nicht zum Friseur muss. Der Mann selber hat sehr erfolgreich Musik gemacht und hat in jungen Jahren auch schon Schauspiel gemacht. Das ist das, was viele Menschen überhaupt nicht begreifen oder überhaupt nicht wissen von dem. Der ist Schauspieler. Der ist Sänger und der singt dann auch und der schlägt dann auch. Also ist ein Schlagzeuger, also ein Mensch, der also da draufhaut. Und der Mann ist extremst erfolgreich. Wobei sich jetzt die Wikipedia da völlig widerspricht. Aber da kommen wir jetzt auf den nächsten Seiten zu. Also ihn kennt ja Phil Collins, muss jeder kennen. Ja? Das ist sein Stern. Ja. Das ist derselbe. Beide haben auch denselben, also sind im selben Fanclub. Ja, und letzten Endes ist auch der Grund, warum er so erfolgreich ist, sonst wäre er nicht erfolgreich. Und er ist natürlich jetzt hier Mitglied des königlichen viktorianischen Ordens. Ja, der sieht dann so aus. Ist so, zufälligerweise ein Malteserkreuz in einem angeblich protestantischen Land. Ich glaube, wir müssen da nicht drüber sprechen. Wir haben das jetzt schon in der Lesung mit dem Peter Gable genug durchgekaut. Da haben wir eine ganze Sendung drüber gemacht. So sieht das Ding dann nochmal aus. Ja, zufälligerweise sieht es dann ungefähr so aus wie eine Sonne. Mithras Kult lässt dann auch da wieder grüßen. So, und dieser Phil Collins selber, der war früher mal ursprünglich in der Funktion bei Genesis, der Band, die keine oder wirklich überhaupt keine christliche Musik macht, war der Schlagzeuger gewesen, ist nach dem Fortgang von Peter Gabriel dann halt Sänger geworden. Also wie gesagt, er ist nicht ursprünglich Sänger, das, was alle Leute kennen. Er hat eine ganz andere Karriere eigentlich hinter sich. Sehr, sehr interessante Geschichte auch, deswegen will ich sie auch hier machen. So, und hier steht, ein Schlagzeuger, Sänger, Songwriter, Produzent, Schauspieler und Buchautor. So, er ist Linkshänder und hat über 250 Millionen Tonträger verkauft. 250 Millionen. Wir erinnern uns, Kiss hatte 100 Millionen. So. Aber in der englischen Wikipedia steht drin 150 Millionen. Also, ich sag mal einfach so, der hat mindestens 150 Millionen Tonträger verkauft. So viel mal schon wieder zu der deutschen Wikipedia. Also ich verstehe ja nicht, wenn man schon Wikipedia heißt und dann so ein Auskunftswerk und ein Lexikon sein möchte, warum man da nicht die Sachen abgleicht. Keine Ahnung. So. Er lebt vielleicht ist in der deutschen Zählweise 150 Millionen in England, 250 Millionen in Deutsch. Nein, 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 das ist komplett ganz weltweit. Das ist weltweit jetzt. Nee, nee, das... Nein, Sarkasmus. Hallo. Ja, 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 okay, gut. Vielleicht zählt man in Deutschland anders. Ja. Was in England 150 Millionen ist, wird in Deutschland als 250 Millionen gezählt. So meinte ich das. Mhm. Das sollte ein Witz sein. Ja gut, dann muss ich nochmal zurückspulen, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gut, dann machen wir weiter. Also danke dafür den Hinweis. Ich muss da mal hier den Lautsprecher lauter machen. Ich habe das jetzt und ich habe das Räuspern und den Humor in der Stimme nicht erkannt. Tut mich leid. Also, er lebt in Miami, USA. Da wird er auch dann schön braun. Und er ist so erfolgreich, dass auf ihn definitiv die Offenbarung 18,3 zutrifft. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Eine Spiegelung im Grunde von Offenbarung Kapitel 17, Vers 2 ist dieser Satz beinahe. Aber ich habe ihn jetzt extra genommen wegen den Kaufleuten. Ne? Natürlich. Und reich. Kritik, ne? Es ist nur eben eine Bedeutung, dass eben teilweise dieselben Inhalte in Offenbarung hier in zwei aufeinanderfolgenden Kapiteln, Offenbarung 17, 2 und 18, 3, mehr oder weniger dasselbe aussagen. Beinahe dasselbe aussagen. Mhm. Hier mit einer anderen mit einem anderen Schwerpunkt. Kaufleute. Mhm. Also dieser Herr Phil Collins, der so reich geworden ist mit seiner Künsten, ja, der hat erste Schauspielerfahrung gehabt und zwar schon früher als Sänger.
gewesen ist, ne, und früher als Musiker gewesen ist, eigentlich, so wie ich das verstanden habe. Da steht jetzt hier eine ganze Menge drin, wie erfolgreich der ist. Ne? 7 Nummer-1-Erfolge in den USA, plus einer mit Genesis, plus hier die Geschichte, dass er natürlich in die Halle des Ruhmes aufgenommen worden ist und auch in der Songwriter Hall of Fame. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass er irgendwelche ausgefeilten Texte geschrieben hat. Und da kommen wir dann erst in Sendung 3, glaube ich, zu. So, er hat eine ganze Menge produziert. Eric Clapton, Robert Plant, der ist nämlich der Gitarrist von Led Zeppelin, einer sehr, sehr unchristlichen Band. Tina Turner, Philip Bailey, den müsst ihr kennen, Earth, Wind and Fire. Und Brand X hat eben mit Projekten zu tun, der Genesis-Musiker auch. Ich glaube, Tony Banks war das gewesen im Keyboard. So. Und er hat persönliche Probleme gehabt, wer hat die nicht, aber er hat also hier 5 Kinder und ja, 3-mal verheiratet und ja, hatte da, aber ist da nicht so der Privatmensch, ist dann eher so der, ja, wie soll man sagen, eher so karriereorientiert, ne? Ohne das jetzt zu werten, aber das ist halt so, man kann ja nicht alles. Also, ne, man hat, jeder Tag hat nur 24 Stunden. Leider. Ich dazu sagen. So, und wir brauchen jetzt alles gar nicht zu erzählen. Wer sich für Phil Collins interessiert, der kennt die Kenndaten. Und es gibt bei Phil Collins jetzt nicht die große LSD-Story dahinter. Es gibt bei ihm mehrfach Alkoholabhängigkeit. Und es gibt bei ihm die Geschichte, dass er heutzutage nicht mehr spielen kann, weil er medizinische und gesundheitliche Einschränkungen hat. Inwiefern die jetzt durch diese Alkoholtätigkeit gekommen sind, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Was ich wissen will, ist, welche Agenda dieser Mensch vertritt, um hier auch vorgestellt zu werden in Satans Musikagenda. Ja? So, also im Alter von 5 Jahren hat er ein Schlagzeug gekriegt, ja, im Alter von 5 Jahren. So, und im Alter von 12 durfte er dann schon mehr trommeln und hat dann so richtig reingehauen und hat sich dann richtiges Schlagzeug gekauft und so weiter und hat als Schauspieler versucht, sich jede Möglichkeit irgendwo, die sich da bot, irgendwo zu nutzen. Er hat eine Schauspielschule besucht, ja, das heißt, der Mann ist wirklich nicht zu unterschätzen, ja, und hielt seine erste Hauptrolle und war im Beatles-Film A Hard Day's Night, so. Also das sind schon die ersten Sachen. Ich habe auch zusätzlich noch Informationen, dass er schon im Kindesalter irgendwo auf einer Bühne gestanden hat. Ich glaube mit 4 oder 5 Jahren. Von daher, ich weiß nicht, ob das hier noch im Skript kommt, aber deswegen sage ich also, der Mann ist wirklich auch nicht nur Sänger. Und das sieht man ihm nicht an. Das ist eben das hervorragende Merkmal von Schauspielern, die sehen nicht aus wie Schauspieler, sondern die sehen halt unauffällig aus und die geben sich dann so und keiner weiß, wer jetzt quasi, der trägt keine Maske, so wie Kiss, und das macht ihn halt einfach so gefährlich. Das heißt, man sieht es eben nicht an, dass er gerade irgendeine Rolle spielt. Also, er spielt schon eine Rolle, aber welche Rolle er gerade spielt, in der Rolle, die er gerade spielt. Hm? Den nächsten Satz finde ich interessant. Der hätte beinahe in die Gender-Agenda gut gepasst. Wenn da gestanden hätte, er sprach auch für die Rolle der Julia im Film Romeo und Julia, aber er sprach leider vor für die Rolle des Romeo. Ja, ich habe da extra die roten Punkte dahinter gemacht, weil ich sage, er ist nicht so die Traumbesetzung für die Rolle, finde ich. Ich weiß ja nicht, wie er früher so drauf war, aber er ist halt eher doch etwas klein und untersetzt und nicht so das Übliche, wie man jetzt da so einen italienischen Casanova oder wie man sich eine lyrische Figur aus dem Shakespeare schon repertoire. Da nehmen Sie wohl lieber einen Antonio Banderas oder Hugh Grant oder ja, sowas in der Richtung. Und, ja, so in der Art, ne, genau. Mhm. Ja. So, und er hat dann seinen allerersten Song gemacht und jetzt aufgepasst. Der heißt Lying, Crying, Dying. Das heißt, den ersten Song. Und der Mann, der steht in der Songwriter Hall of Fame. Das müsste da sein, 2. von links. Ja, da hat er noch etwas mehr Haare. Ja, das erste Stück, was er in seinem Leben geschrieben hat, heißt Lügen, Weinen, Sterben. Das ist das, was das heißt. Lying, Crying, Dying. Das ist natürlich eine Schmonzette, das geht dann wieder über Liebe und alles, was man so schreibt. Ja, aber nochmal, der Songtext heißt Lying, Crying, Dying. Das heißt, seine Karriere als Songschreiber fängt schon mit Lügen an. Das ist jetzt, muss ich einfach mal so sagen. Also das ist genau wie bei Pink Floyd, wo man dann sagt, guck mal hier, The Piper at the Gates of Dawn mit Lucifer Sam und so. Also man sollte sich immer so die ersten Sachen angucken. Das ist ja das, was den Leuten so quasi auf der Seele brennt. Wir sagen, ja, ich habe mein erstes Lied geschrieben, habe meine erste Inspiration gehabt und das ist jetzt Lügen, Weinen, Sterben in der Reihenfolge. Gut, vielleicht hat das auch mit seinem Leben was zu tun. Wir werden es mal versuchen herauszufinden. So, das ist dieser Phil Collins. Jetzt geht's mal weiter in dem Skript, in dem Text. Seinen ersten Plattenvertrag erhielt er als Schlagzeuger 1969. Da gab es Genesis schon.
dem 1969 veröffentlichten und durch die Mondlandung inspirierten Konzeptalbum Arche 2, da sind wir ja schon fast in der Richtung Genesis unterwegs, wenn wir jetzt biblisch denken würden, blieb trotz wohlwollender Plattenkritiken der kommerzielle Erfolg versagt. Ich meine, gut, also die Mondlandung war dafür ein totaler kommerzieller Erfolg, fand ich zumindest. Also da war das echt super. Das hat dann auch irgendwie was mit Lion Crying Dying zu tun, aber das ist eine andere Baustelle jetzt. Ja, so, dann machen wir einfach mal weiter hier. Ja, dann hat er eben bei Genesis vorgespielt, 1970, und zwar in Peter Gabriels Elternhaus, ja, und hat dann eben dann für sich quasi da alles entschieden. Das heißt, er ist der Mann, der da hinten mit Vollbart am Schlagzeug sitzt, kann man jetzt nicht so unbedingt sehen, weil der, glaubt ja, Mike Rutherford mit seiner Doppelgitarre und seiner langen Mähne da irgendwie so alles verdeckt. Aber der Mann hat tatsächlich mal Haare gehabt. Hat tatsächlich mal ausgesehen wie so ein Barde, ne? Irgendwie so, ja, von weitem so ein bisschen, so von hier aus so ein bisschen so wie Benny Ulveus von ABBA, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde dem Benny überhaupt nichts, also gar nichts. Ich habe nichts für oder gegen Phil Collins, ist gar nicht die Frage. Ich finde ihn halt einfach nur interessant und deswegen können wir auch direkt zum nächsten Bild und du musst da jetzt gar nicht weiter die Maus quälen. So. Also, er hat dann eben die Geschichte gemacht und jetzt geht's los, ja. Brian Eno, das ist auch so ein völlig ausgefallener Produzent, ja, der hat 1974 bei den Arbeiten zu dem von uns schon bei Peter Gabriel behandelten Album Das Lamm liegt unten auf dem breiten Weg, da hat Phil Collins das als sein Lieblingsalbum von Genesis bezeichnet. In Satans Musikagenda 63 steckt diese Besprechung drin, mit einem sehr, sehr fiesen Bild auch dabei. Und das sagt natürlich einiges über den christlichen Geschmack und die Ausrichtung von dem Herrn Collins aus, finde ich jetzt zumindest. Also wenn er dann schon so ein blasphemisches Werk als ganz toll findet, dann ist wohl nicht nur Peter Gabriel, der ja laut den Aussagen, die wir in den Lesungen gemacht haben, dafür den Songtext fast ausschließlich verantwortlich war, mit einverstanden, sondern er sagt selber, also das ist ein ganz tolles Album, das... Er steht da wohl richtig hinter. So, und später hat er dann auch gesungen. Das ist dann halt die Karriere ohne Haare auf dem Kopf sozusagen. Und ich weiß jetzt also nicht, von wann das Bild ist. Aber wie gesagt, Phil Collins kennt man halt so wie auf dem Eingangsbild eben ohne Haare und ohne Vollbart. So, er hat also mit ganz vielen Leuten zusammengespielt, die natürlich jetzt bei uns langsam auch hier alle alte Bekannte sind. Ne? King Crimson hatten wir auch schon in The Hall of the Mountain King, ne? Mit dieser Geschichte von Stephen King da und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. So, und er hat letzten Endes dann Genesis in die Richtung kommerziell gedrückt, als Peter Gabriel weggegangen ist. Die haben also keine Maske mehr getragen, die haben keinen Ersatz für Peter Gabriel gesucht, die haben einfach ihn als Sänger genommen und dann war gut. Und deswegen haben sie so ein bisschen rumexperimentiert, hatten da ein paar kleinere Hits und dann ist also wirklich in den 80er Jahren ist die Rakete gestartet mit Abacab, Genesis, Invisible Touch, war Nummer 1 in den USA. Und so weiter und so fort. Es wurde dann richtig, richtig nicht mehr so Art Rock, sondern so richtig schon Popmusik quasi. Es klang so ähnlich hier wie Van Halen Jump und so weiter und so fort. Also das ist sehr interessant. Ne? Und ich bin jetzt hier nicht so großartig auf Genesis eingegangen, weil, wie gesagt, die meisten schlimmen Dinge eigentlich schon besprochen worden sind bei Peter Gabriel, sondern dieser Mensch, Phil Collins, hat dann später eine viel, viel erfolgreichere Solokarriere ab dem Jahre 1980, 81 gemacht. Ne? Da kennt man viele bekannte Stücke von ihm. So. Und da hat er eigentlich so die meiste Resonanz drauf bekommen. Ja. Und deswegen können wir jetzt hier einfach mal weitergehen. Und weitergehen. Ja, Brand X und so weiter und so fort, kennen wir alle schon. So, und jetzt geht's los. Er sagt, ja, es steht extra in grün. Ihr wisst mittlerweile, wenn ihr die Sendung schon mal geschaut habt, dass das, was in grün steht, der Michael nicht lustig und nicht wahr findet. Sein erstes Soloalbum Face Value, also zu Deutsch, hier ist mein Gesicht und das ist das, was hier ist mein Marktwert, ne, war laut Collins maßgeblich durch seine Scheidung geprägt. So, bereits seine erste Single, also allererste Single, als Solokünstler, wurde zu einem weltweiten Hit und hielt sich eine Woche auf Platz 1 der deutschen Charts, also wir haben hier eine deutsche Nummer 1, und weitere 5 Wochen in den Top 10. Für Gesprächsstoff sorgte der düstere Songtext, der zur Urban Legend führte, dass Collins Zeuge geworden sei, wie ein Mensch durch Ertrinken ums Leben gekommen war. Collins gab dagegen an, selber nicht zu wissen, wovon der Text handele.
Das ist schon schlecht, wenn ich nicht weiß, was ich schreibe oder wenn ich nicht weiß, was ich da überhaupt singe. Das ist echt schlecht, weil im Endeffekt ist man immer für das verantwortlich, was man sagt und auch für das, was man nicht sagt. Und der Satz kommt nicht von mir, sondern von Martin Luther. Und der Phil Collins sagt jetzt, ich hatte eine Frau, zwei Kinder, zwei Hunde und am nächsten Tag hatte ich gar nichts mehr. Viele dieser Songs entstanden, weil ich dieses emotionale Wechselbad durchtritt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man, wenn man Kinder hatte, die immer hat, wenn die auch nicht bei einem wohnen. Also wenn er zwei leibliche Kinder hat, dann bleiben das seine Kinder. Also von daher, alles, was er hier sagt, muss man mit sehr, sehr großer Vorsicht betrachten. Dieser Mann ist gelernter Schauspieler. Aber wir gehen weiter. Er macht also hier alles, um wirklich Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein. Er macht auch Cover hier. You Can't Hurry Love kommt nämlich von den Supremes. Warum steht Supremes in Rot? Ja, weil Supremes halt die, ja, eine Erhöhung ist. Ne? Ich bin jetzt hier Supreme. Ich bin erhöht über jemanden. Ja, ich bin besonders. Ja, das allein schon der Name der Band ist ja schon, spricht ja schon so ein bisschen Bände. Ne? Bände. Der Name der Band spricht Bände. Also auch das ein Satz. Kann wieder nur komisch sein. So. Und er hat dann weitergemacht und weitergemacht, hat für Peter Gabriel gesungen im Background und für Sting. Sting ist der Typ, der da bei Police singt, ist nicht der Gründer von Police, ist nur der Typ, der bei Police gesungen hat. Der Gründer von Police, wenn ich richtig im Kopf habe, ist der, kann man so sagen, begnadete Drummer Stuart Copeland, der auch wiederum für Peter Gabriel gearbeitet hat. Also es hängt alles zusammen da. Ne? So. Sein Album No Jacket Required, also keine Jacke benötigt, ne, der Mann kann also immer in Hosenträgern und so rumlaufen. Dieses Album erreichte Platz Nummer 1 in USA, England und Deutschland und verkaufte sich schneller als Michael Jacksons Thriller, was bis heute meiner Meinung nach das meistverkaufte Album auf der ganzen Welt ist. Meine ich jetzt aus dem Kopf, dass es so stimmt. So, das heißt, der war damals super erfolgreich. Der war nicht ein Star, der war ein Superstar in den 80ern. Machen wir mal weiter. Ja, da sieht er ihn 1990 und er hat ganz viele Hits gehabt in den 80ern, da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Ihr kriegt nachher eine Übersicht, aber das könnt ihr euch selber auch auf Wikipedia und solchen ganzen Geschichten machen. Er hat ein Soloalbum gemacht, das heißt Both Sides. Da muss man schon vorsichtig sein bei dem Titel, ja. Both Sides heißt immer beide Seiten. Also, das ist schon so eine Sache, wo ich mal hingucken würde, aber ist nicht die große Sache hier. Aber Dance into the Light, das hat dann schon wieder vielleicht ein bisschen mit Erleuchtung zu tun. Naja, gut, also wir werden es herausfinden, wen er jetzt wirklich ganz dolle findet. Und wir haben ja schon einen Hinweis davon, dass er selber sagt, dass er dieses Album The Lamb Lies Down on Broadway, das Lamm nicht unten auf dem breiten Weg, dass er das so dolle findet, das ist das beste Album von Genesis. Und ja, er hat zwar da nicht gesungen, aber er fand es auf jeden Fall dann toll. So, dann hat er endlich sein Pentagramm bekommen mit einem Plattenspieler da drauf. Und das gibt es auch im neuen Jahrtausend, wo die Plattenspieler jetzt mittlerweile wieder ein bisschen mehr werden. Er hat also eben diesen Stern auf dem Hollywood Walk of Shame gekriegt. So, und hat dann auch noch einen Golden Globe gekriegt für seinen Song You'll Be in My Heart aus dem Film Tarzan. Wo kommt der wohl her? Aus den 666 Studios Walt Disney. Nicht nur Freimaurer, auch noch alles andere mögliche Schlimme hat dieser Mensch in seinem Leben alles Mögliche gemacht. Und zwar auch ganz, ganz offen teilweise. Und ja, die Leute sind aber so durch seine Comics irgendwo abgelenkt und finden das alle ganz super, dass man da mit Leuten über Walt Disney sprechen will, dann völlig nur noch die meisten Leute einem einen Vogel zeigen. Aber ich kann leider nicht dafür, so läuft das Spiel auf dieser Welt. So, 2002, Verlust seines Hörvermögens auf dem linken Ohr. Ja, das ist natürlich dann schon so ein totaler Karriereknick. Dritte Ehefrau hat er sich mit 2006 mit zerstritten. So, und danach wurde er alkoholkrank und er hat fast den Löffel sozusagen abgegeben, 2013 fast gestorben, hat sich dann einer Entziehungskur unterzogen oder unterziehen müssen und ist seitdem trocken, steht jetzt hier. Und da gibt es einen Artikel auch in der Welt, die das untermauert. Den kann ich leider nicht zeigen, weil ich da kein Abo habe. Zum Glück habe ich da kein Abo. Ich bin da jetzt auch kein Fan von irgendeiner Zeitung heutzutage. So, und dieser Schauspieler, Schlagzeuger, kann leider auch nicht mehr spielen. Also nicht mehr Schlagzeug spielen, weil der Taubheitsgefühle hat. So viel jetzt erstmal so zu der normalen Geschichte. Ja, und er hat jetzt schon öfter sein Dementi gemacht und hat dann gesagt, ja, ich höre auf. Und dann macht er dann doch wieder weiter. Sein Sohn ist übrigens ein sehr, sehr guter Schlagzeuger geworden. Und sein ältester Sohn ist ein einigermaßen bekannter Sänger gewesen. Bei der ersten Single, die ich habe von seinem Sohn Simon Collins, da Pride heißt die Stolz, hatte ich auch schon wieder so eine leichte Anspielung auf Jesaja 14,12 vielleicht. Da ist es so, dass da auch der Phil Collins im Background mitsingt, die Refrainzeile. Ja. So, und dann sagt er jetzt hier,
ja, sagt öfter, gibt öfter irgendwie Interviews und sagt dann nachher, nichts davon ist wahr. Das ist sehr, sehr erstaunlich alles über ihn. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist eine Sache. Da habe ich auch ein Interview vorbereitet. Das ist echt, das ist unglaublich. Also ja, also er ist einer der weltweit 20 erfolgreichsten Protagonisten der Branche und neben Michael Jackson und Paul McCartney von den Beatles einer der drei Sänger, der die 100-Millionen-Marke an verkauften Tonträgern jeweils als Solo-Künstler und als Bandmitglied überschritten hat. Das heißt, der Mann ist also wirklich überall weltbekannt, auch wenn man ihn nicht kennt. Ja, so, und er hätte sich rehabilitiert und so weiter und so fort. Also das ist jetzt alles hier so Wikipedia, eine Masse an Informationen, mit der letzten Endes dann nur die Fans etwas anfangen können. Wir sind aber keine Fans von Leuten, die sich Genesis nennen und unbiblische Lieder spielen. Ja, und wie gesagt, guck mal hier, der hat mit Mike Oldfield zusammen gemacht. Also er hat ganz viel mit den mittlerweile bekannten Leuten da zusammen zu tun gehabt und hat hier für die ABBA-Sängerin Frieda, also Anna, ach, wie heißt die? Annafried Linkstadt, glaube ich, heißt die. Hat da auch Something's Going On gemacht, ein sehr, sehr schlagzeuglastiges Stück. Robert Plant von Led Zeppelin taucht wieder auf. Und gucke da, der Philip Bailey von Earth, Wind and Fire, der hat zusammen mit ihm Easy Lover gemacht. Ein ganz catchiges Stück, ganz griffiges Stück. Nummer zwei gewesen in den Vereinigten Staaten. So, und natürlich, er darf ja nicht fehlen, als Band-Aid-Mitglied hat er dann, wissen Sie überhaupt, dass es Weihnachten ist, gesungen? Ja, es gibt viele Urchristen in Äthiopien und Afrika, die eben nicht wissen, was Weihnachten ist und Christmas ist, weil die Bibel lesen. Aber wie gesagt, das kann jetzt wiederum der Phil Collins nicht wissen. Ja, und so weiter und so fort. Hier Adam Ant, da habe ich auch schon eine Sendung von gemacht und ja, die liegt jetzt auch noch auf Halde und so weiter und so fort. Also er hat hier eine ganze Menge gemacht und eine Geschichte muss man unbedingt erwähnen und zwar in London ist er dann bei dem Band Aid Konzert mit Sting aufgetreten, dann ist er mit der Concorde, mit dem damaligen gab es das noch, mit einem Überschallflugzeug nach New York gejettet und dann per Helikopter weiter zu der anderen Arena in Philadelphia wegen der Zeitverzögerung und ist dann schnell gewesen, schnell wie der Blitz sozusagen und konnte dann als einziger Künstler auf beiden Plattformen auftreten. Das mag damit zu tun haben, dass er unbedingt singen wollte. Es mag auch damit zu tun haben, dass er selber halt es für so wichtig erachtet, überall präsent zu sein. Ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, aber ist schon strange. Warum hat er denn nicht jemanden mitgenommen? Dann hätten die ja wenigstens noch irgendwie Duett oder so spielen können. Aber nein, er war der Einzige, der wirklich auf beiden weltweit über sogenannte Satelliten ausgestrahlte Fernsehübertragung das in beiden Teilen des Kontinents gemacht hat. Einmal eben in London, in Wembley. Das ist ja, Wembley ist ja in London, kennt er ja von diesem ganzen Tennis Quarter von diesem Tennisstadion und einmal halt in den USA. Das ist Wimbledon, strange. Nicht Wembley. Ach, Entschuldigung, Wimbledon, ja, genau. So. Wimbledon ist ein Vorort von London und Wembley ist im Zentrum, ja. Ja, stimmt, Wembley ist ja dieses, genau, da wo, wie hieß er denn jetzt Fußballstadion, glaube ich. Ja, aber ich meine, da wäre auch Gary Newman oder so mal aufgetreten. Ja, das ist Wembley Hall, da bin ich gewesen 1978 also. Beim Abschiedskonzert von Shame 69. Also, okay. Ja, das ist ja cool. Ja. Das siehst du. Ich wollte mal eben sagen, hier der letzte rote Satz, der hier steht, anlässlich der Festivitäten zum goldenen Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. Im Jahr 2012 war Collins Mitglied der Hausband bei der Party at the Palace und begleitete Paul McCartney, Ozzy Osbourne von Black Sabbath als Hausband beim Thronjubiläum der Königin. Hallo? Sag mal, was sind das denn für Verbindungen hier? Hä? Ja, deswegen ist es auch fettgedruckt, da wäre ich jetzt gleich zu gekommen. Davon liest man, davon hört man doch nie in Brisant, ne? Ja, genau. Ja, ja. Also es ist schon, allein schon Ozzy Osbourne hier, den hatten wir ja schon mal gehabt, der ist ja nur wirklich fernab allen jeglichen Glaubens, der glaubt ja nur an sich und seinen Herrn. Herrn und Meister, muss ich ja dazu sagen, ja, also den Gott dieser Weltzeit, also Satanist ohne Ende, der Mann. Und Paul McCartney, gut, den kennen wir ja auch schon nicht so ganz genau. Wir wissen, der hat Drogenmissbrauch gemacht. Wir wissen, der hat 666-Zeichen da mal gemacht. Und der Mann hat es auch faustig hinter den Ohren. Aber Cliff Richard ist jetzt auch eine Hausnummer, ne? Cliff Richard, der sich also nie zu seiner Orientierung bekennt und der also auch nie in irgendeiner Art und Weise jetzt, es ist eine sehr, 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 sehr suspekte Person, aber auf den bin ich jetzt nicht eingegangen. Für mich war jetzt schon Phil Collins und Ozzy Osbourne schon so dermaßen eine offensichtliche Konstellation hier. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, der Satz, der steht ja nicht umsonst hier, fett gedruckt. Ne? Klar, ja.
Ja, und einen Oscar hat er auch gekriegt und. Aber das sind halt, wie gesagt, diese ganzen Geschichten. Er ist ja auch ausgezeichnet, ja, er ist ja auch ein, ich glaube, ein Lieutenant oder sowas in hatte LVO, Lieutenant of the Victorian Order und so weiter, ja. Und er hat nochmal für Disney gearbeitet. Also er hat tatsächlich mit Freimaurern zu tun, Disney und so weiter und so fort. Und naja, also jetzt gibt es noch ein paar lustige Anekdoten, bevor wir dann mal in die tiefere Geschichte zu Phil Collins reingehen. In dem Thriller American Psycho oder Psycho, ja, ist zu hören, dass, naja, also da ist ein Lied von ihm zu hören, und in der Romanvorlage zu diesem Film hält der Serienmörder namens Patrick Bateman einen ausgedehnten Monolog, wie sehr er Collins' Werk schätzt. Und wenn jetzt ein Serienmörder in einem Buch schreibt, ja, wie sehr er Phil Collins' Werk schätzt, ne, was fällt mir denn dazu ein? Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ja, im Johannes 8,44, den ich unheimlich gerne nehme, den Vers, da steht nämlich einfach die Kombination drin aus Mörder und Lügner. Und deswegen ist es so, dass Satan nicht nur der Menschenmörder von Anfang ist, sondern natürlich auch ein Lügner von Anfang an ist. Denn er hat ja im Paradies ja auch Eva belogen, was wir ja wissen aus der Genesis 3, drittes Kapitel. Also, ein Mörder zitiert Phil Collins in seinem Roman. Da kann man sagen, ja gut, das ist jetzt die Fantasie des Autors. Ja, gucken wir uns mal weiter an. Jetzt geht es so, dass er, also Phil Collins, ja, auch mit der Earth, Wind and Fire Bläser-Sektion, also mit den Posaunisten, ja, Trompetern, die als Phoenix Horns bekannt wurden, ja, die schreiben sich wirklich P-H-E-N-I-X, zusammengearbeitet hat, ja, und auch mit vielen anderen Leuten, die kennen wir jetzt ja alle schon, Peter Gabriel und so weiter und so fort, ja, aber das ist interessant, also da gibt es auch Verbindungen zu der Bläsersektion von Earth, Wind & Fire und zu dem Sänger, einer der Sänger von Earth, Wind & Fire, zu dem Philip Bailey, mit dem er zusammen eben diese Geschichte gemacht hat, ne, mit dieser hier Easy Lover, so, hat jetzt hier mit Peter Gabriel zusammen gemacht und so weiter und so fort, alles noch nicht das, wo ich da so große Augen kriege, das ändert sich bald, wenn man weiter scrollt. Ja, so, The Phoenix Horns, nur mal ganz, ganz kurz, ja, das ist eben, wie man hier sieht, diese Bläsersektion, ja, The Phoenix Horns. Und ich sag ja mal, ich weiß ja, weil wir schon einiges über die Geschichte mit Earth, Wind & Fire gemacht haben, ich weiß doch, was die Jungs im Schilde führen, weil ja der Sänger von denen, der Maurice White, gesagt hat, ich wollte immer schon Prediger werden, und die hatten ja etwas zu tun mit Ägypten und Phoenix, also, das mag jetzt ein Stadtname sein, Phoenix, will ich ja gar nicht abstreiten, aber mir fällt bei Phoenix immer Phönix ein. Und Phönix ist halt ein, ja, wie soll man sagen, ein heiliger Vogel im ägyptischen Glauben, in der ägyptischen Mythologie. Ein Vogel, der eben, ein komischer Vogel, wenn man so sagt, der eben halt für die Auferstehung oder halt für den immerwährenden Zirkel steht, wenn man so will. Ja, so, und das, diese ganze Geschichte ist quasi eins zu eins jetzt das, was ihr nachlesen könntet in den Lesungen zu Earth, Wind & Fire. Deswegen gehe ich jetzt auch hier nicht nochmal drauf ein und hack da drauf rum. Ja. Aber er hat eben mit Osiris zu tun und der Morgenröte. Und da sind wir natürlich schon wieder bei der Bibel und Jesaja 14,12. Also Luzifer. Ja, so, da ist nochmal Maurice White, falls ihr dieses Bild vergessen habt oder sowas. Ja. So, also der Mann, der will eben die, der hat eben den Glauben, dass er nach Ägypten rein will, wobei die Bibel sagt, dass man am besten aus Ägypten rauskommt, aus der Gefangenschaft und aus dem Heidentum da. Ne? So, und dieses Ensemble wurde eben als Teil der Band Earth, Wind & Fire bekannt, aber hat sich dann aufgelöst, und zwar 1993, als ein Teil von ihnen, nämlich der Herr Don Myrick, bei einer Drogenrazzia erschossen wurde. Ja, das ist die Frage, was macht er denn bei einer Drogenrazzia? Und da habe ich mir den englischen Text angeguckt, weil ich möchte ja niemandem was unterstellen, aber er hat wohl da bei einer Untersuchung, hat er irgendetwas, das sieht man auf der nächsten Seite, hat er da irgendetwas glitzerndes, silbernes in der Hand gehabt, und da hat ihn jemand erschossen, weil derjenige, der das eben hier steht, the metal cylinder was actually a starter used for lighting barbecue grills, also ein Anzünder, ja, aber ein Officer hat ihm nämlich dann halt als bewaffnet angesehen und hat ihn dann erschossen. Ja, die Frage ist jetzt natürlich nur, was hat er denn da auf so einer Drogenrazzia? Ist er da unglücklich reingekommen? Ich weiß es nicht, ich will keinem was unterstellen, aber
Ja, das ist der nächste Punkt, genau. Ja, man hat da ein, man hat da auch Kokain gefunden. Ne? Also ist alles so eine Geschichte da. Und es ist ja auch nicht so oft, dass halt irgendjemand erschossen wird bei einer Drogenrazzia. Also ist jetzt nicht unbedingt so der Standardfall. Ne? Also, ne? Deswegen habe ich es auch extra nochmal in Deutsch unterstrichen, beziehungsweise jetzt übersetzt. Ne? Das könnt ihr selber sehen. Officer Barbaro soll daraufhin Myrick einmal in die Brust geschossen haben, als er mit dem 53-jährigen Musiker konfrontiert wurde, der einen schwarzen Metallzylinder in der Hand hielt, den der Offizier, meine Güte, für eine Waffe hielt. Der Metallzylinder war eigentlich ein Anlasser zum Anzünden von Grillgeräten. So, und laut einem Bericht der Los Angeles Times ergab die Durchsage in diesem Raum eben auch eine geringe Menge von Kokain. Ja. Darf ich mal eben kurz was fragen? Er war in einer Wohnung im Stadtteil Palms in Los Angeles um 6 Uhr morgens. Warum hält man dann einen Barbecue-Anzünder in der Hand? Ja, weil man in vielleicht. In der Wohnung um 6 Uhr morgens. Das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Das ist doch. Weil man vielleicht in irgendeiner Art und Weise nicht mehr so ganz wusste, wo man ist, wann man wo ist oder wer man ist. Man weiß es nicht. Also, wie gesagt, da wurde Kokain gefunden und dann, ich habe keine Ahnung, vielleicht wollte er sich auch verteidigen. Ich kann es dir nicht sagen, das wäre jetzt hier alles nicht Stunde der Wahrheit, wenn ich jetzt hier irgendetwas mir erfinden würde, ja, sondern das nein, es geht ja auch nicht um was zu erfinden, aber das klingt für mich doch wie geskriptet, wie an den Haaren herbeigezogen. Nichts Genaues weiß man nicht. Nur, wie gesagt, es gibt nicht so oft, dass jemand wegen einer Drogenrazzia erschossen wird. Also das ist sicherlich nicht der Standardfall, auch nicht in den USA. Nein, das nicht, aber es wird wahrscheinlich einen Grund haben, weshalb er hat ermordet werden müssen. Und dann gebraucht man eben jeden anderen Vorwand. Ich erinnere nur mal eben an Bill Cooper. Der wurde am 5. November 2001 hingerichtet mit 13 Schüssen. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er selbst eine Waffe hat und auf Polizisten geschossen hat, was Augenzeugen bestätigen nicht der Fall war. Also man erfindet eben immer gerne mal Dinge. Dann muss er halt irgendwas in der Hand gehabt haben. Erinnerst du dich an den Film »Denn sie wissen nicht, was sie tun« mit James Dean? Wenn sie am Ende aus diesem Planetarium herauskommen und den jungen Mexikaner erschießen und James dahin läuft und seine Hand raushält und sagt, ich hab doch die Kugeln, er hatte das Magazin. Ja? Ah, lange her. Ja, ja. Aber man muss eben einen Vorwand haben, um jemanden zu ermorden. Nur in dem Fall, in dem Film, hatte der Junge tatsächlich eine, zwar ungeladen, das konnte man ja nicht sehen, hatte zwar eine Pistole, hier hat er einen Barbecue-Anzünder. In einer Wohnung in Los Angeles. Der Punkt, ich meine, wir können uns ja gerne mal den Stadtteil Palms jetzt in Google irgendwie angucken oder was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein Apartment hatte, weil solche Leute haben meistens kein Apartment, sondern haben ein Haus, und auf seinem Balkon einen Grill hatte, wo er grillt. Das macht für mich keinen Sinn, dass der morgens mit einem Grillanzünder in der Hand erwischt wird. Entschuldigung, das macht für mich keinen Sinn. Das hat mit Stunde der Wahrheit nichts zu tun, das ist mein gesunder Menschenverstand. Solche Dinge stelle ich immer in Frage. Und wer da mehr darüber wissen will, würde ich sagen, der soll es dann vielleicht mal selbst raussuchen. Aber mir erscheint das suspekt. Gut, also wie gesagt, das ist jetzt hier einer aus dieser Geschichte von Earth, Wind & Fire, die wir auch im Rahmen der Earth, Wind & Fire-Geschichte jetzt so nicht behandelt haben. Ich hatte auch nicht nach dem explizit gesucht, sondern ich bin da einfach drüber gestolpert, weil ich mir diese Phoenix Blazer mal da jetzt angeschaut habe. Und ja, dann ist es letzten Endes so, wie es jetzt im Augenblick ist. Und wichtig für uns ist letzten Endes, dass wir wissen jetzt, dass die übergreifende Geschichte eben diejenige ist, dass Phil Collins mehrfach eben auf Earth, Wind & Fire auch zugegriffen hat. Ne? Also das die haben alle miteinander zu tun. Und ich habe mir nur Phil Collins ausgesucht eigentlich, weil ich auf seine Schauspielerei jetzt hinweisen will. Weil wir in zukünftigen satanischen Musikagenda-Folgen so ein bisschen, wenn man so will, Crossover machen werden. Ne? Und deswegen habe ich jetzt hier mal geschrieben, okay, guck mal hier, der Typ hat, also hier Phil Collins, der hat eine ganze Menge Interpreten bis jetzt auch schon so zusammengearbeitet, meine Güte, ja, dass man halt sagen kann, guck mal hier, die haben alle irgendetwas miteinander zu tun. Ne? Kollaboriert. Ja, furchtbares Wort. Ja. Okay. Ja.
so ungefähr wie Anomie. Als Linkshänder baute er dann sein Schlagzeug seitenverkehrt auf, das kann man sich vorstellen, das ist alles nicht das Große. Ne? Aber er ist jetzt also mehrfach in der Ruhmeshalle als Drummer, als Songwriter und als Sänger. So, und jetzt geht's los. Schauspielkarriere. Taha, jetzt geht's los. Ja. Collins' Karriere als Schauspieler nimmt im Verhältnis zu seiner Gesamtkarriere nur einen kleinen Teil ein. Mhm. Als Kind trat er in 3 Filmen auf, von denen er in 2 lediglich eine Statistenrolle einnahm. Seine erste TV-Hauptrolle erhielt Phil Collins in Calamity the Cow. Okay. Noch während seiner Schulzeit spielte er die Rolle des Artful Dodger in dem Musical Oliver Twists. So. Mit Buster, einem Kinofilm über den großen Postzugraub in England, kam Collins 1988 zu seiner ersten Filmrolle seit Beginn seiner Musikerkarriere. Postzugraub. Du sollst nicht stehlen. Und du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Mhm. Genau das. Das heißt, wir wissen schon, Lying, Crying, Dying, sein erstes Lied und seine erste große Rolle war später da, einen Räuber. Den Film habe ich sogar damals im Kino gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Habe ich ganz vergessen, dass ich ihn also als Schauspieler dann wohl doch kenne. Ja. Ja, okay. So, und der Filmkritiker schrieb jetzt, Roger Ebert, wie auch immer, dass Collins die Rolle des Buster Edwards, also dieses Postzugräubers, mit überraschender Effektivität spielte. Also ein großes Lob des Kritikers. Ja, er ist ein sehr guter Schauspieler. Das ist ja das, was der Kritiker jetzt hier sagt. Ja, der Soundtrack spielt er ja sich selber, ne? Da muss er gar nicht so viel Schauspieler, ne? Ja, das ist ja sowieso die Geschichte dazu. Man ist ja nur ein guter Schauspieler, wenn man, ne? Klar. So. Und jetzt wird es noch schräger, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Er war noch in Steven Spielbergs Hook, in dem Fernsehfilm Das Leben geht weiter und so weiter und so fort, ja. Und er hat 1993 seine bislang letzte Hauptrolle bekleidet, und zwar den Versicherungsvertreter Roden Copping in der schwarzen Komödie Ein schräger Vogel, die aber alternativ ganz anders heißt, nämlich Frauds, ein mörderischer Betrüger. Da haben wir den Mord dabei und die Lüge, also den Betrug. Fraud. 1993. Also, er hat in 2 Filmen mitgespielt, wo er eine Hauptrolle gespielt hat, und in beiden hat er halt so eine zwielichtige Figur gespielt. Und das ist noch bei weitem nicht alles, was da jetzt kommt. Also einmal die Geschichte hier mit dem Buster, mit dem Postzugraub, und einmal jetzt hier einen mörderischen Betrüger. Das ist eine schwarze Komödie, ist alles so lustig, ja, ja, ja. Mhm. Aber man muss halt auch einen gewissen Geist haben, um solche Rollen auszufüllen. Ein richtiger Christ würde das nicht machen. Wenn man sich in den Film reinversetzt und mal ganz kurz zu den Inhaltsverzeichnissen da mal reinschaut, dann heißt es hier Copping, also das, nee, bitte nicht so schnell. Nee, ich kann so schnell nicht lesen. Ja, danke. So, Copping lässt sich sein Schweigen über den Versicherungsbetrug, also Betrüger, da kommt der Betrug her, mit viel Geld, den Besteckkassetten und einem Auto der beiden vergüten. Er lässt generell bei 2 Wahlmöglichkeiten einen Würfel entscheiden, also schon mal Glücksspiel, ja, was er tut, und spielt Passanten vor seinem Haus Streiche. So, das ist das, was über die Filmfigur von Phil Collins ausgesagt worden ist. Ja? So, und es kommt im Haus zum Showdown, also zum Schlagabgleich, ja, zum finalen Endkampf zwischen Jonathan und Copping. Copping ist halt Phil Collins, ne? Beide bedrohen sich mit Morden an den Angehörigen. Ja, gehen wir mal weiter. Kreissägen sind da dran und so weiter und so fort. Der Film endet mit Coppings gewaltigem Gelächter. Ich habe mir das angehört, das hört sich nicht gesund an, was er da macht. So, und das Lexikon des internationalen Films urteilt: inszenatorisch bemerkenswerte, stilistisch aber allzu unerschlossene Mischung aus schwarzer Komödie und aufregendem Thriller, die vor allem von dem hervorragenden Hauptdarsteller zehrt. Also, wir halten fest, Phil Collins brilliert als Postzugräuber und brilliert als Hauptdarsteller in dem Film, wo es eben drauf geht wegen mörderischem Betrug. So viel mal erstmal dazu, wie man Phil Collins auch castet. Es muss ja irgendeinen Regisseur gegeben haben, der gesagt hat, hör mal hier, mit dem Gesicht, ja, wirst du kein Romeo. Mit dem Gesicht wirst du kein Casanova. Mit dem Gesicht, da kannst du Platten verkaufen, da kannst du Schlagzeug spielen. Ja, aber da bist du halt besetzt in solche Rollen. Und warum ist das so? Weil dieser Mensch natürlich halt einen gewissen Geist hat. Ne? Sonst, der kann ja nichts für sein Gesicht, aber er hätte ja, wenn er im entsprechenden christlichen Geist wäre, sagen können, nee, also ich würde niemals jemand mit Mordabsichten spielen oder so.
Das ist eben die Geschichte dazu, zu dem Phil Collins, erstmal zu seiner Filmkarriere sozusagen. Er wird also immer so besetzt. Ne? Er war Synchronsprecher und so weiter. Und der absolute Hammer, der kommt jetzt. Ja? Er war 1986 in einer Folge von Ta-Ta-Ta, Miami Vice mit dem Titel Phil the Shill, deutscher Titel Phils Tricks, zu sehen. Er spielt dort einen kleinen Betrüger, der am Ende ungeschoren davonkommt. Ja? Also nochmal, es ist schon der dritte Hinweis dazu, dass er dann dritte Mal auch in einer ganz, ganz bekannten Fernsehserie der 80er Jahre, Miami Vice, muss eigentlich jeder kennen, mitgespielt hat. Und da hat er schon wieder einen Betrüger gespielt. Also er hat ja nicht irgendeinen Polizeibeamten gespielt aus einem anderen Dezernat oder irgendjemand, der ein Opfer, das Hilfe gebraucht hat oder ein Freund von einem Freund, der nichts dafür kann, sondern er hat wieder einen Betrüger gespielt. Ja? Und er hat ein Lied darin geschrieben, das heißt Life is a Rat Race, also das Leben ist ein, ja, weiß jetzt nicht, so ein Slangbegriff, ne, ein, ja, wie auch immer. Ein Rattenrennen, ja, oder ein Mäuserennen. Ja, 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 genau. Ne. So, und da gibt es auch mehrere Songs und so weiter. Da gibt es einen Film zu, der heißt The Rat Race. Ja, ich weiß das, ich kenne den sogar, der ist, glaube ich, mit John Cleese oder nur irgendjemand, der ja, bekannt sowas, ist. Ja, sowas, ja, hab ich habe den auch mal gesehen, aber es ist so ja, viele ja. Jahre her. Und lange der war, her. Und der war so bescheuert, dass ich da nicht viel von behalten habe. Aber genau. Es ging irgendwie um so eine, wie nennt man das noch, so eine Schatzjagd oder sowas irgendwie. Oder Mit der Verfolgungsjagd irgendwie. Auch irgendetwas sowas, ne? Genau. Ja, 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 genau. Und das hieß irgendwas mit Rat Race. Ne? Also genau, also daher kommen, ja. Also wir haben jetzt bei Phil Collins, wir halten fest, wir haben zwei Kinofilme und wir haben eine Fernsehserie und jeweils ist dieser Mensch da als Betrüger, Mörder, Postzugräuber, Versicherungsvertreter und so weiter. Alles so Dinge. Nicht jeder Versicherungsvertreter betrügt, aber es geht sich jetzt hier mal darum, dass halt einfach er immer solche Rollen abbekommt und er hat nochmal, er hat eine Schauspielausbildung. Wie gut die war, kann ich nicht sagen, aber er hätte ja sagen können, nee, also wenn, dann möchte ich irgendetwas Nettes spielen, aber nein. Er ist natürlich am Miami Vice rangekommen, weil er in Miami wahrscheinlich damals schon seinen Wohnsitz hatte, was ich nicht weiß, aber er hat seltsame Hobbys auf der nächsten Seite. Ja, er hegt eine große Faszination für die Historie des US-amerikanischen Bundesstaates Texas. Dann frage ich mich, warum er in Florida wohnt. Die texanische Revolution und insbesondere die legendäre Schlacht von Alamo. Er sammelte unzählige Gegenstände, Dokumente, Illustrationen und Bilder und veröffentlichte diese im Jahr 2012 in seinem Buch. Also er ist zum Schriftsteller geworden. The Alamo and Beyond, A Collector's Journey, also die Reise eines Sammlers. In einem detaillierten, recherchierten, geschichtlichen Abriss jener Zeit. So, das heißt, der Mensch hat sich also auch für Schlachten interessiert, also für kriegerische Handlungen sozusagen. Hat also nichts damit zu tun, dass er so richtig so, er ist also nicht ein Pazifist, könnte man sagen, ne? Sondern halt, dass er jemand ist, der sich halt für schlagkräftige Dinge interessiert. Deswegen spielt der Mann ja auch Schlagzeug vielleicht, weil er halt sagt, na, das Feine liegt mir nicht so, sondern vielleicht liegt ihm doch eher so die Geschichte halt irgendwo, dass es halt da ein bisschen deftiger zugeht irgendwo bei ihm. Also wäre jetzt so eine Idee, kann man ja mal weiterverfolgen. Denn, ja, er hat dann wieder Probleme gehabt, ne, mit seiner Familie kommt er jetzt gleich dahinterher und Familie. Ich wollte nur gerade sagen, wenn er sich so für Texas interessiert, dann hätte er ja vielleicht auch beim Texas Chainsaw Massacre mitspielen können. Ja, man weiß es nicht. Ne? Ja, und seine Familie, wie gesagt, da hat er jetzt mehrere, leider muss man dazu sagen, weil ich gönn's niemanden, leider mehrere Bruchlandungen sozusagen erlebt. Und er hat halt hier eine Menge Kinder gehabt, Menge Kinder mit einer Menge Frauen, muss man da schon fast sagen. Aber das ist halt so, dass er jetzt hier auch eine Tochter hat, die 1989 geboren worden ist. Und das Problem ist jetzt, was dahinter steht, ja, the marriage encountered problems that culminated in Collins twice having an affair. Also, die Hochzeit hat also da darunter gelitten sozusagen, ja, dass eben daraus resultierte, dass Phil Collins zweimal eine Affäre hatte. Und da sind wir schon wieder bei meiner Hypothese. Lying, crying, dying. Lügen, weinen, sterben. Ja, du sollst eben nicht Ehe brechen. Und du sollst auch kein falsches Zeugnis wieder deinen Nächsten ablegen.
Ja, sorry, dass es nicht in Englisch, in Deutsch steht. Ich hatte hier die englische Sache, weil ich ihn gerade in Englisch auch mit Brad Norman vorbereite. Das übersetzen wir dann mal eben so. Das ist doch kein Problem, ne? Denn während er mit seiner Gruppe Genesis 1992 getourt hat, hat er auch mit Lavinia Lang, eine frühere Klassenkameradin von ihm, dann auch eine Affäre gehabt. Das ist, jetzt steht ja ganz offiziell drin, das ist kein Geheimnis mehr. Also von daher, ja, also 3 Jahre nach der Geburt seiner Tochter Lily Collins hatte der also eine Affäre auf der Tour. Mal, jetzt haben wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen Bild über Phil Collins, wo vielleicht schon viele Informationen gekommen sind, die jetzt so nicht unbedingt jetzt so ersichtlich sind, wenn man ein Lied von ihm im Radio hört. Ne? Dass er halt zwielichtige Menschen spielt, dass er Affären hat, dass er halt Betrüger spielt und Schauspiel und so weiter und so fort haben. Ich finde es schon interessant. Und deswegen noch würde ich zum Abschluss Folgendes sagen. Ich würde Phil Collins nach der Story, nach seiner Lebensstory hier, die ich jetzt erstmal mir so anschaue hier, nicht glauben wollen, wenn der irgendetwas sagt. Und das kann ich auch in der nächsten Folge mit einem Interview in einer amerikanischen Fernsehsendung sehr gut und anderen Dingen untermauern. Und deswegen sage ich ja, dass man sollte immer schauen, welche Songtexte die Leute machen. Und sein erstes Lied ist Lying, Crying, Dying. Und deswegen ist das schon fast ein Untertitel für diese Episode. Lying, Crying, Dying. Das ist das, was er die halbe Zeit wirklich macht. Er führt uns hier in der Nase herum. Und das ist eben eine Geschichte, wo ich sage, der Mann ist definitiv kein Christ und hat auch keine christliche Botschaft. Da kann er 10-mal eine Gruppe mit Schlagzeugen, die dann Genesis heißt. Diese Gruppe hat auch mit Christentum und mit fröhlicher Musik und mit frohen Botschaften überhaupt nichts zu tun. Die hat dieses Lied oder dieses Album sozusagen verbrochen, das da heißt The Lamb Lies Down on Broadway. Das Lamm liegt da unten auf dem breiten Weg, da eben, wo es überhaupt nicht hingehört. Der breite Weg ist in die Verdammnis nach Matthäus 7, glaube ich. Matthäus Kapitel 7 müsste es sein. Ja. Und deswegen, mehr gibt es dann in der nächsten Folge, mehr mit den Lügen. Und wir wissen doch nach Johannes 8,44, diesen Vers hatten wir schon mal hier in der Sendung, dass es eben Satan ist, der Vater der Lügen ist. Und deswegen wissen wir doch jetzt alleine schon mit dieser Geschichte, dass er Affären hatte, dass er also hier als Betrüger und Mörder gecastet wird und viele andere Dinge auch jetzt, dass er selber halt Titel schreibt mit Lying, Crying, Dying. Da wissen wir doch letzten Endes, wessen Geist ihn da beseelt. Abgesehen davon, dass der Mann natürlich jetzt auch zu den Kaufleuten der Erde gehört, die an der Üppigkeit der großen Hure da satt und reich geworden sind. Und deswegen gebe ich jetzt ab an den Jörg. Ja, ich habe da gar nicht groß irgendwie ein Schlusswort, Michael. Wir haben nur jetzt wunderbar, glaube ich, ausgearbeitet, was der Titel dieses Videos sein wird. auf Deutsch übersetzt, Lying, Crying, Dying, Lügen. Heulen und krepieren zum Beispiel könnte man dafür gebrauchen und das würde wohl ziemlich gut passen und vielleicht auch ein paar Zuschauer anziehen sich nach 24 Sendungen Peter Gabriel, um seinen, ich sage es mal, geistigen und musikalischen Verwandten in der nächsten Sendung zu kümmern, Phil Collins, die wir gerade hier gehört haben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich dieses Lied In the Air Tonight immer ganz besonders toll fand. Ja, so ist das leider. So funktioniert der Teufel. Der macht Melodien, da musst du mit. Das ist der Rhythmus, mit dem ich mit muss, wie man so schön sagt. Das sind diese Melodien, weil das ist, Musik ist ja, wenn die Luft in Schwingung gesetzt, versetzt wird. Und der Teufel ist der Prinz der Lüfte. Und er sorgt dafür, dass diese Schwingungen unseren Körper, der hauptsächlich aus Wasser besteht, auch mit schwingen lassen. Und deswegen kann man oftmals gar nicht anders. Das ist ein Naturgesetz, möchte ich beinahe behaupten, dass man mit bestimmter Musik irgendwie ein bisschen mitgehen muss. Und gerade mit solchen Liedern wie zum Beispiel In the Air Tonight hatte ich das, obwohl das wahrscheinlich ein unglaublich satanisches Lied ist, wie wir vielleicht in einer der nächsten Folgen noch lernen werden. Bis wir diese nächste Folge aber starten und ihr euch sie anschauen könnt, nehmt euch dieses Buch hier vor die Nase, das hier im Bild eingeblendet ist. Das ist das heilige Buch, die Bibel, das Buch Gottes, das Wort Gottes. In seiner unverfälschten und reinen Form in Deutsch in der Schlachter 2000 Version oder noch besser, wenn man Englisch kann, in der autorisierten Version der König Jakobus Bibel von 1611. Lest eure Bibel. Maranatha. Seek deep to hide their counsel.
Who knoweth us?